Ich begrüße euch. Wir sind wieder in Fortnite, wie ihr sehen könnt. Und wir sind hier mit unserem Typen unterwegs. Ja. Und das ist unsere Heimatbasis. Da fangt ihr in der ersten Mission an. Auf dieser Karte. Also sozusagen hier sind wir rausgekommen. Und haben hier sozusagen unser Schutzschild. Das seht ihr hier drumherum. Und ja. Habt ihr die erste Mission sozusagen ein Tutorial. Da baut ihr sozusagen hier drumherum. Vier Wände und ein paar Fallen. Und so läuft der erste Angriff. Aktuell läuft kein Angriff, weil ich kann das hier noch weiter aufbauen und weiter verbessern. Denn in Zukunft können dann hier auch Leute angreifen. Und da werde ich immer mal ein bisschen Zeit investieren, das hier größer zu machen. Hier ist noch was. Hier oben hatte ich gesehen, ist auch schon was. Irgendwas. Und da mal gucken. Die Welt wieder zurückerobern. Ah, wir haben eine andere Axt bekommen. Sehr schön. So, und das habe ich schon leer gemacht. Hier oben, das habe ich auch leer gemacht. Was ist hier los? Nein, ich will das ja nicht kaputt schlagen. So. Hoppala, bin ich gleich runtergefallen. Was hierhin bauen, gebaut wird, das weiß ich noch nicht. Da habe ich noch keine Ahnung. Wie gesagt, wir werden hier die Burg immer größer machen. Na? Der Stein wollte nicht. Ich habe auch definitiv keine Munition mehr. Das heißt, die muss ich vielleicht noch mal herstellen. Ich hier in die nächste Mission gehen, nicht nur mein Häuschen weiterbauen, sondern auch Munition herstellen. Das Schöne ist, die Ressourcen hier, die kommen immer wieder. Und dann kann man Material sammeln. So. Ich werde hier noch ein bisschen mich vorbereiten. Wir sehen uns gleich wieder. Dann geht es in die nächste Mission. Ich bin sehr gespannt, mit wem wir dort sind und vor allem, was wir dort tun müssen. Bis gleich. So, wir machen mal die nächste Mission auf dem Blitz und ich bin sehr gespannt, wer mit dabei ist. Ich hoffe, ich nerve keinen groß. Ich sag, man kann mich ja muten. Dann machen wir die Mission mal alleine. Gucken, wie es wird. Bin sehr gespannt. Durchsuche die Zone und finde Lars. Lars helfen, kann uns genaue Daten über den Sturm liefern, aber zuerst müssen wir ihm ein bisschen helfen, befestigen und verteidigen. Okay. Reiter auf dem Blitz. Häng gerade in meinem Labor ab und mach ein paar bahnbrechende Entdeckungen. Wir finden dich. Also, was haben deine Forschungen ergeben? Nur Störgeräusche. Das sind einfach zu viele Interferenzen. Wem sagst du das? Alles bis 3000 Gigahertz. Das ist totale Chaos. Ganz genau. Und von UHF fange ich gar nicht erst an. Oh, die Ultrahochfrequenzen drehen durch. Da fragt man sich, wo ist die Ionosphäre? Ich hab genau das Gleiche gesagt. Sieh an, hätte nicht gedacht, dass wir so ein gutes Team sind. Es ist eigentlich kein Team. Es dreht sich mehr um mich und den Kommandanten. Nimm's nicht persönlich, es ist nur so. So war's schon immer. Der Kommandant und Ray, Seite an Seite, retten die Welt. Schon gut, kleiner Roboter, ich hab's kapiert.
aber du kriegst dich wieder, oder? Meister der Festung. Heia! So, wo muss ich denn jetzt hin? Ach, da ist eine Höhle. Füllen. Der sieht für mich wie Lars aus. Also, was denkst du? Ich glaube, es ist ein Bus, Lars. Hey, das ist ein hochmodernes mobiles Sturmanalyselabor. Und gleichzeitig ein Bus. Ja, kann beides sein. Ich brauche deine Hilfe. Kannst du mir eine bessere Antenne besorgen? Ich komme nicht in den Sturm hinein, wenn die Höhlen die ganze Zeit meinen Bus belagern. Also gut, Lars. Wir haben eine Idee. Ich habe den Busantriebsapparat vorbereitet. Setz ihn ein, sobald du bereit bist, Kommandant. Ein Ballon. Wetterballon? Wird das den Bus in der Luft halten können? Das finden wir schon noch raus. Gut genug für mich. Füge Blue Glow hinzu, um den Start vorzubereiten.
Sackgasse. Junge, ich sollte mal trainieren. Wurden auf deine Minimap übertragen. Errichte rund um den Bus Verteidigungsanlagen. Leg den Schalter um, wenn du bereit bist. Ich sollte mich wohl mal beeilen. Toll, jetzt finde ich dieses Blu-Glu. Oh, war dir fleißig. Okay. Das ist ja nun mal krass, dieses Ding hier. Ja, da fällt mir auch nichts zu ein, für das, was hier gebaut worden ist. Das ist ja schon mal Hammer. Ja. Nicht schlecht, nicht schlecht. Verteidige den Bus. Ihr seid hier nicht willkommen. Wir haben einen Bonus im Spiel. Höhlenwesen wollen in die Festung. Thank you.
möglich. Nicht so schnell. Auf gar keinen Fall. Tut mir leid, ich kann nicht. Nur noch 30 Sekunden. Nicht schlecht. Wir brauchen nur noch etwas mehr Blue Glow. Blue Glow hinzufügen und zum Verteidigen des Busses bereit machen. Leg den Schalter um, wenn du bereit bist. So kommt ihr rein. Ich komme auch rein. Ich hab noch einen. Reicht aber nicht. Das ist schon ein krasses Gebäude. Unmöglich. Da muss es doch irgendwo noch so ein Ding geben. Ah, ich hab noch eins. Komm hier. Geht
weiter, Höhlenwesen! Oh, ganz ruhig. Die Hirsten überleben doch. Oder auch nicht. Das ist eine schöne Aussage. Hier war vor kurzem mal jemand. Geschwindigkeit ausgelegt! Noch mehr verbessert hier, Wahnsinn! So, wie kam ich hier rein? Da kam ich rein. Ne. Sag mal. Bist du noch doof oder was? Jetzt. Überprüfe deine Karte nach neuen Infos zum Sturm. Aktiviere die letzte Abschusssequenz, wenn du bereit bist. Are you ready? Weg. Was soll ich nur bauen?
Gib die Munition aus! Die Festung ist in Gefahr! Ein Kumpel! Das war's. Sehr gut. Das ist das Schönste, was ich je gesehen habe. Das muss einfach mit einer Airbrush-Pistole auf Sand verewigt werden. Gute Reise, Lars. Möge der König des Olymps deine Schritte lenken. Nicht schlecht. So, da seid ihr wieder. Seid gegrüßt. Wir sind jetzt weitergekommen in den Missionen. Machen jetzt in Steinwald Verteidigung 2 in Heimatbasis. Das heißt, ich vermute, dass unsere Bohrbasis wieder angegriffen wird und dass wir sie noch ein bisschen verbessern dürfen. Und ich würde sagen, wir gehen einfach mal rein, gucken uns das an und gucken mal, was passiert. So, sammeln, Forschungspunkte haben wir wieder. Okay. So, errichte den Sturmschild. Hammer. Missionen abschließen. Benutze Ressourcen aus abgeschlossenen Missionen. Aufrüsten und verteidigen. Alles klar. Also heißt es vielleicht erstmal Ressourcen abbauen. Unsere Heimatbasis ist zu klein. Wir müssen ihn erweitern. Ich glaube, ich weiß, wie wir den Sturmschild erweitern können. Ist zwar etwas gefährlich, aber das bekommen wir schon hin. Also, die Komplikation, die ich vorhin erwähnte. Offenbar hat der Außenpostenschild einige explosive Qualitäten. Ehrlich gesagt, ist es im Grunde eine Bombe. Wir haben keine Ahnung, warum es ein Schild hinterlässt anstatt eines kleinen Kraters. So ist schon cool. Diese Verbesserung könnte uns alle töten, aber ich sag dir was, das wird sie nicht. Also fangen wir an.
Wenn du bereit zur Verteidigung bist, wähle am Sturmschild-Konsolenmenü Schild erweitern. Alles nur Stein. Ich will aber eigentlich Scharfschützengewehr will ich nicht. Pistole ist zwar schön, aber bauen erstmal Munition. Das kann ich noch nicht bauen. Fehlt mir noch ein bisschen was. Schrotflinte Hammer. Scharfschützengewehr bringt uns auch nichts. Sturmgewehr. Ich glaube, wir brauchen bald wieder ein Sturmgewehr. 149, das macht mehr Damage. Ah, das bauen wir mal. Wieder Munition herstellen. Ich brauche bald wieder Schrauben. Okay, okay. Das machen wir auch nochmal. Dann würde ich sagen, gehen wir mal rein, gucken uns die Mission an. Meine halbe Steinfestung. Schild erweitern, ja. Das nehmen wir mal raus. Brauchen wir nicht. Alles klar. Schildleistung steigt. Bereite dich auf einen Angriff aus dem Süden vor. Na, ich gehe mal hier mit hoch. So, von hier vorne sollen sie irgendwo kommen. Da sind sie. Was bist du denn? Alter, Höhlenwesen! So, 2 Minuten verteidigen. Come here. Kann auch so. Die Lage hat sich beruhigt. Eine weitere Welle kommt bald. Bereite dich auf einen Angriff aus dem Westen vor. Okay, bin ich gar nicht vorbereitet. Nee, das wollte ich nicht. Das. Decke.
noch jemand Neues. Ja, ganz schöne Arbeit hier. Oh, was ist denn hier los? Was ist denn hier passiert? Die machen mir meine Häuser kaputt. Säcke. So macht man das. Eieieiei. So, insgesamt nicht schlecht, aber hätte man besser machen können. So, mal gucken, was hier drin ist. Bin sehr gespannt. Ja, ein Lama, ne, zwei sogar. Manometer, spürst du die Schildenergie? Ganz schön beeindruckend. Okay, da haben wir jetzt wieder einiges bekommen. Ich werde jetzt erstmal hier alles fertig machen und dann werde ich meine Basis nochmal wieder aufbauen und dann sehen wir uns in der nächsten Mission wieder. Ich freue mich auf euch. Bis dahin, macht's gut.